Ich kenne niemanden, der diesen Kesselsalat nicht mag. Hier habe ich einmal meinen feinen Bulgur. Salz gebe ich da gleich mit rein. Dann wird aufgefüllt mit heißem Wasser. Es wird jetzt abgedeckt und dann lasse ich das einfach 10-15 Minuten chillen. Paprikamark und Tomatenmark kommen da auch mit rein. Ich stelle das jetzt zur Seite, damit es abkühlen kann. Frische Petersilie darf da drin natürlich nicht fehlen. Tomaten und Lauchzwiebel gebe ich da auch mit rein. Viele schneiden da auch Salat mit rein. Ich mag das nicht so. Aber ich mag kleine Essiggurken da drin. Zitronensaft darf hier nicht fehlen. Alle weiteren Zutaten stehen in der Beschreibung. Fertig ist mein Salat. Mein Salat kommt in Romana-Salat. Noch ein bisschen Granatapfelsirup on top. Gönnt euch. So nice.